Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Jo, sehr erfreut über diesen guten Bild bin ich jetzt natürlich sehr gerne am Aufnehmen. Mir fehlt aber noch ein bisschen die Zeit, weil ich habe jetzt geplant, wieder zu livestreamen. Bin ein bisschen am Vorbereiten, habe ein paar Spiele gekauft, günstig. Und jo, es macht mir einfach immer wie mehr Spaß. Ich bin wieder ein gewählter Zocker. Ich habe jetzt angefangen, hier den linken Weg zu nehmen, mache dann den nächsten Parts hier noch weiter und wir machen hier natürlich den Boss der Herrschaft der Drachen. Er heißt, der Boss der Drache heißt irgendwie Altvater des Drachen oder so. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich glaube, ich habe dann noch auf Englisch spielen müssen. Die deutsche Version ist ja erst kürzlich gekommen, im Juni, glaube ich, also Ende Mai. Genau, muss ich richtig sagen. So. ein Spieler hat gefragt, ob ich den Bild gezeigt habe, wie ich ihn levele. Ich kann gerne ihn, ja, nochmals machen und nochmals zeigen. Er ist aber relativ einfach. Das heißt, ich werde da viel Zeit verlieren, sozusagen, weil vor allem die Kampagne sehr lange dauert. Mich einfach auch zum 20., 30. Mal ja schon mir ein bisschen zu auf den Keks geht. Ich eher rushe und immer nur kurz spiele, oder? Also sagen wir so 2-3 Missionen und danach mache ich längere Zeit Pause und so, da kann ich einfach nicht gut aufnehmen. Oder ihr werdet es einfach nicht gerade so toll sehen, wenn ich eine Kampagne zeige, da es eben immer wieder zu Unterbrüchen kommt. Terras Segen. Ja, 3 Stück, also 3 Level Ether Segen. Ist ziemlich nice, aber vielleicht für diesen Bild jetzt nicht gerade der Hit. Also der Bild ist einfach so, ihr geht natürlich bei Dornentotem, das muss ich euch kurz zeigen, eigentlich direkt hier oben, hier nur einen oder zwei Punkte rein tun und hier dafür 3 von 3. Und erstmal den linken Weg nehmen. Und wenn ihr Spriggan habt, gestaltet, also ab Level 40 eher, könnt ihr dann hier unten einen Dornen schießen lassen. Aber da müsst ihr mehr Cast Speed haben. Für, ja, so einen Bonus vom Druiden zum Beispiel. Und auch beim Beastmeister, wie er heißt. Tierbändiger. Irgendwie so etwas. Hat es auch noch Attack Speed für die Totems. Und hier natürlich sofort hier unten 3 Treffer, also 3 Totems dazu nehmen. Jo, und wenn ihr den Gürtel habt, dann habt ihr natürlich unendlich Wut. Ich kann den einfach nicht mehr ausgeben. Also ihr seht, man bekommt eigentlich viel, viel mehr Wut eben. Und scheinbar, doch, er droppt eben. Er geht immer noch reduziert. Also. Aber irgendwie wird er nicht aufgebraucht. Keine Ahnung wieso. Das ist eine Mechanik, die ich nicht ganz verstehe noch. So, Spriggan-Gestalt, nö. Ich habe auch sehr viel mehr Geduld, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich habe eben momentan wahrscheinlich eine kleine Lungenentzündung oder so. Ich bin echt nicht fit. Bin nur so 250 Meter gelaufen. Das hat gewindet, oder? Der Orkan ist bei uns ein bisschen am Vorbeirauschen, aber immer noch ein bisschen aktiv. Ein bisschen Wind. Und es tut einfach irgendwie nicht gut mir gerade mit der Lungenentzündung. Und bin einfach müde jetzt und dafür sehr gechillt. Also macht mir nicht so viel aus jetzt gerade. Ein bisschen gemütlicher zu sein. Ich hoffe, es euch stört es nicht so. Ich jetzt nicht gerade mega powere. Speedrunner. Und oh. Jetzt wieder die Einbasch. Ne, die sind irgendwie unsichtbar gewesen, kann das sein. Ja. Da drüben. Yay. Ich will nämlich den Drachen wieder versuchen. Ich habe den, glaube ich, 2 oder 3 Mal gemacht. Einmal habe ich ja verloren wegen dem Atem. Der kann man fast nicht ausweichen. Und der macht so unglaublich viel Schaden. Und stunlockt euch. Da bin ich leider gestorben mit einem schlechten Bild. Das ist nicht so schlecht gewesen. Aber oder ich habe 3 Mal und bin 2 Mal gestorben. Mit einem anderen Charakter zuerst. Und dann mit einem Charakter, den ich eigentlich schaffen könnte. Und bin dann einfach noch nicht so erfahren gewesen. Und
nicht so ausgewichen. Und beim dritten Mal habe ich ihn irgendwie locker geschafft. Auch diesen Age of Wind, der Zeitlinie des Winters oder so. Ich muss die deutsche Übersetzung erstmal ein bisschen kennenlernen. Da habe ich ja noch nicht so viel Zeit gehabt. So viel zu spielen, oder? Livestreams kommen und das meiste ist wahrscheinlich schon Last Epoch und GTA Roleplay. Da wird eben der Server da gerade fertig gemacht und er wird natürlich schon ein bisschen anders sein als andere Server. Sehr viel anders sein. Vor allem einfach auch witziger und motivierender. Dass die Leute auch ein bisschen komisch sind manchmal. Also ich werde ein bisschen einen komischen Charakter machen. Ich werde mich ein bisschen älter machen. Aber ich werde auch Drago Basel heißen. Das ist einfach so mein Name, der mich einfach auch erkennen lässt unter der Community und so. Jo. Ich könnte schon einen anderen Namen machen oder so, aber eventuell später erst oder einfach einen nächsten Charakter machen. Ich denke, ihr könnt zwei oder drei Charaktere machen, je nachdem, was, auf was ihr Lust habt. Einen anderen Menschen spielen auf dem Server. Ja. Also die Jobs zeigen. Für mich ist wirklich auch wichtig, dass ich unterschiedliche Genres spiele. Dass ich einfach auch die Motivation nicht gerade so extrem ausreize. Dass ich nicht ein Spiel perfektioniere, wie zum Beispiel Last Epoch, wo ewig dauert, bis man mal fertig ist und so, oder? Es gibt viele Menschen, die tun sich so auf ein Spiel konzentrieren, dass sie mega Langeweile haben. Oh, ganz viele Dunkelgrüne. Das ist eher für uns gedacht. Ja. Schön. Also, ja, LP und so muss ich jetzt eigentlich nicht mehr mitnehmen. Ich bin genug Schaden über Zeit und Giftresi. Nehme ich mit. Physische Resist zu wenig. Schutzerhalt. Ja, könnte ich vielleicht gebrauchen. Ein bisschen mehr Schwach habe ich das Gefühl. Und hier haben wir eine Köhle. Mit Angriffstempo, das brauchen wir für bestimmte Builds. Die haben immer eine Keule mit Angriffsgeschwindigkeit, weil es auf anderen nicht so oft vorkommt. Oder wieso? Das heißt, eine Keule brauchen wir. So, jetzt sind wir voll. Also jetzt machen wir noch, natürlich in diesem Part, die drei Missionen auf jeden Fall. Wir machen in einem der nächsten Parts die Dungeons alle mal durch. Und das natürlich auf T1, weil wir da nicht T2 schon nehmen können und so weiter. Und dann nehmen wir wie weiter hoch natürlich. Zeige ich dann noch weitere Male die Dungeons, bis wir natürlich sterben. Also ein Boss in dieser Fire Bastion da. In das Dunkel. Nein, die Fire Bastion und dieses Dunkelheit. Ist ja einfach, oder? Bin ich Raserei tot. Okay. So. Oh, da hat jemand eine Sekunde angerufen. Meine Helferin. Die hilft mir immer so viel. Sie ruft eine Sekunde an. Das ist wunderbar. Dafür bekommt sie Spitzenlohn über. Durch meine Nervenkrankheit bin ich ein bisschen eingeschränkt bei manchen Dingen. Aber als Unterstützung, wenn ich nicht so viel aushalte. Sachen erledigen muss, die halt auch ein bisschen wichtiger sind. So, und ja, scheinbar sieht doch nichts. Oder sie hat sich verwählt oder jemand anderes hat sich verwählt. Ich weiß nicht, was die anderen denken, oder? Also, ich kann es nur erahnen. Aber schön, dass ich wieder mal angerufen werde. Außerhalb von meiner Familie natürlich. Ich bin eben nicht handyaktiv. Ich kann Handys nicht aufstellen. Das tut mir einfach zu sehr irgendwie beeinträchtigen. Immer steifen Nacken, immer alles griffbereit zu haben, immer alles kurzweilig zu haben, brauche ich nicht. Habe ich nicht gern. Kurzweilige Sachen, also zu kurze Sachen immer wieder machen. Lieber längere Sachen wie Last Epoch spielen seit 3 Jahren. Eisner Last Epoch Fan.
Ich habe ja auch immer sehr lange MMORPGs oder so, GTA San Andreas Roleplay zum Beispiel gespielt, Diablo 2 gespielt und so. Ich spiele gerne sehr lange Games, aber nicht kurz immer Games. Ich kaufe mir ein Spiel und spiele es mindestens 10 Stunden. So, was passiert jetzt eigentlich noch? Kann ich gar nicht mehr so. Ist einfach kaputt gegangen, das Eis. Ah, der kaputte Drache. Der hat nur 10% von der Lebensenergie. Ist aber dick. Ja, hat er was gedroppt? Oh, cool. Brauche ich. Definitiv. So, wunderbar. Also, das ist scheinbar der Meister. Und ich bin der Meister. Nein, das ist der Meister. Eindeutig. Ich bin doch kein Meister. Dafür bin ich viel zu schusselig. Ah, ich habe ein Level, genau. Also wir müssen die hier noch ein bisschen Schaden raushauen. Ich würde gerne mich noch ein bisschen umskillen können, aber weiß jetzt gar nicht, was ich ungefähr machen soll. Soll ich die kaputt machen? Ich glaube, da haben wir ein bisschen mehr Leben. Hä? Drei! Ich erinnere mich noch ein bisschen an die, aber mir ist tot. Machen die noch etwas Besonderes? Also die Blitze, die machen wahrscheinlich fetten Schaden. Wir heilen uns aber natürlich noch schnell. Und ich habe heute Morgen gesehen, dass recht, oh, der hat gar keinen Schaden mehr. Recht viele diesen Bild überhaupt spielen. Das ist wirklich wunderbar. Ja, ich habe mir natürlich schon ein bisschen länger angefangen. Andere sind schon fertig. Und jo, einfach im Hintergrund natürlich. Ja, es ist jetzt schon seit 2 Wochen oder so langsam im Aufbau gewesen. Gestern war ich noch relativ wenig weit, habe dann ja die 2 Aufnahmen gemacht, die vorherigen. Und bin dann auch in der Aufnahme recht schnell vorwärts gekommen, der Bild. Je weiter ihr hochkommt, also sagen wir pro 10 Level, tut sich das einfach so blitzartig, oder? Verbessern, wie ihr spielt. Okay, ja genau. Das ist das Problem bei unbeweglichen Builds, oder? Ihr müsst diesen Auren. Ja genau, der auch jetzt hier. Oh, ich habe Angst, ich werde verlieren. Ich habe so viel Koldressi, das wird mir schon nicht kaputt machen. Hoffentlich. Aber jetzt kommt sicher die Aura wieder. Es ist cool, weil der normale Drache, der hat ja nur in seiner Umgebung diese Explosion. Und er macht einfach dann weiter außen auch die Explosion. Da müsst ihr einfach, ja, nicht reinlaufen. Okay, ich glaube, wir schaffen den locker, oder? Kann das sein? Oder wird er noch ein bisschen ragen? Hey, hau nicht so weit ab. Okay, gut. Er weiß gar nicht, wo er hinschießen soll. Er sieht mich irgendwie gar nicht so richtig. Er ist viel easier mit diesem Bild. Hä? Okay, ich schlafe bald ein. Nein? Ja. Immer wenn er sich dreht, immer wenn er zu euch schaut, sofort eigentlich in die entgegengesetzte Richtung laufen. So zu ihm, zu seinem Kopf kommend. Oh. Oh ja. Ganz knapp. Ich bin enttäuscht. Also die 2 brauchen wir nicht. Die gehen nicht mit Toten. Also wir müssen das nehmen, aber ich habe so 200 Cold Resi und die schlechteste Resi ist Necrotic Resi mit 72%. Also an das Max. Ja, ich nehme es einfach, weil ich es muss. So, aber weil es auch sonst nötig ist, oder? Ah, oh, ich hab's! Ich hab ihn! Genau das, was ich eigentlich für andere Builds immer suche, habe ich endlich. Ja, Finsters Herz von Ukairos. Habe ich im letzten Part ja gesagt, ich brauche ihn unbedingt. Ich habe ihn endlich. Das Unique, das ich einfach nie gedroppt bekommen habe. Weil ich einfach ein bisschen Angst vor diesem Boss auch hatte. Zuerst immer leveln wollte, bevor ich ihn herausforderte. Und Symbol des Niedergangs. Aufgebraucht von Schutzschild. Wieso heißt jetzt hier Schutzschild? Oder ist das nicht Schutz einfach? Okay. Ja, Schutzerhalt. Es ist Schutz.
Schutz pro Sekunde. Wieso heißt es dort einfach Schutzschild? Okay. Also, wir haben es geschafft. Wir können hier weiter. Alagon müssen wir auch noch besiegen, aber das machen wir auch in einem anderen Part. So lange Zeit haben wir auch nicht mehr. Genau, das ist das. Jetzt müssen wir zu Winter gehen. Ich weiß nicht, wo Winter ist. Ist Zeitalter des Winters hier? Ja, das ist ein bisschen länger hier. Ich weiß, es in meinem Bild ist ein bisschen langsam noch im Laufen. Ja. Wir müssen das nehmen, die anderen muss ich jetzt noch nicht nehmen. So. Hier gibt es auch bestimmte, also vor allem einen Boss-Drop, den ich noch brauche. Und irgendwie ein bestimmtes Ausrüstungsteil. Also. Einfach diese Unique-Set. Echos mit bestimmten Ausrüstungssegmenten nehmen. Ich habe, glaube ich, ja. Muss mal kurz zurückwandern. Ich habe keine Spriggen. Eine ist ja immer von der Fähigkeit und die andere ist von der Verwandlung. Kommt die zweite Spriggen-Gestalt raus. Ich bin Groot. Scheinbar tut Marvel jetzt wieder die Haupthelden zurückbringen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist langweilig. Ich will lieber Blade und Daredevil haben. Ich bin ja wirklich ein bisschen schon Fan von Marvel und Star Wars und so. Ich werde ein bisschen gelangweilt von dem Studio, so vom ganzen Disney. Sie machen es leider nicht so gut, wie ich es hoffe. Mit so viel Geld und so. Ja, sie haben ja auch sehr viel Geld verloren dadurch, dass sie einfach nicht so gute Qualität rausbringen. Ist echt schade. Aber dafür hat mir Loki jetzt gefallen und Ahsoka. Das war richtig cool. Bin doch auch wieder sehr erfreuter als sonst. Also nach Endgame war ich auch ein bisschen im Tief, oder? Ist ja normal. So. Und sonst eben, ich bin eher einer, der alle Woche mal einen Part schaut von einer Serie. Oder vor in einem Monat einfach mal schaue, ob ich Disney Plus oder Netflix oder so abonniere und schaue. Ja, jetzt werde ich schon wieder angerufen. Ich bin nicht da. Das wissen die Leute. Ich bin in meinem Zimmer. Ich bin nicht da. So. Also. Muss ja noch warten, bis ich die Aufnahme fertig habe. Also in den Aufnahmen möchte ich nicht gestört werden. Ihr wollt ja auch nicht gestört werden, wenn ich aufnehme oder Livestream. Ich mache wahrscheinlich das nächste Mal oder vor allem im Livestream auch lautlos. Bin ich da? Ich bin einfach nicht da. Ich bin in einer anderen Dimension. Die Aufnahmedimension und Livestream-Dimension. Ich finde das so cool, das Multiverse. Überall, auch jetzt bei DC, müssen sie Multiverse machen. Naja, wird auch irgendwann mal langweilig. Für mich irgendwie so ein bisschen interessant, dass Physiker. Ja, okay. Einer, der einfach Physik sehr viel gelernt hat. Der Mensch denkt sich Sachen über so Zeitreisen, aber wahrscheinlich stimmen sie gar nicht. Und ich bin dann immer so derjenige, der sich da, ja, was ich mehr, aber, also nicht, also ich tue mich einfach so ein bisschen wehren gegen die Sachen, die die Leute, die sehr intelligent zu scheinen sein, sind, ein bisschen anzweifelt, oder? Also wenn irgendwas in die Vergangenheit geht und etwas verändert, dann wird sich das wahrscheinlich gar nicht so verändern, wenn ihr wieder zurückreist. Ist einfach halt mehrere Zonen oder wie sagen wir dem, Zeitebenen dann gibt es, splittet sich ab. Und das wird so in Loki auch ein bisschen thematisiert, oder? Dass es einfach dann Branched Timelines geht, auf Englisch, gibt. Ja, und der Mensch macht alles kaputt, oder? Wenn er so irgendwas Intelligentes machen will, macht er alles kaputt. Yes.
Lieber nicht Zeitreisen erfinden. Also ich brauch's nicht. Bin ja schon mein ganzes Leben eigentlich krank. Ich könnte mich gar nicht irgendwie ja besser anstellen, oder? Das ist einfach so, wenn man krank ist, dann ist man einfach krank. Man hat irgendwie Defizite, wo man gar nicht verbessern kann. Wenn jetzt zum Beispiel einer, der komplett gesund ist, noch gesunder leben will, dann kann er sie ja machen. Also er hat da mehr davon, als wenn einer krank ist und es einfach nicht gesunder machen kann. Es geht einfach nicht. Sonst, ja, ich kann ja sowieso nicht so gut arbeiten wegen meiner Nervenkrankheit. Deshalb ist ja so Let's Play auch eigentlich sozusagen mein Hobby. Arbeit, oder? Wenn ich jetzt nicht nervenkrank wäre, könnte ich natürlich noch viel besser mein Hobby machen. Ich könnte schneiden oder ich könnte Leute bezahlen, damit sie für mich schneiden. Habe ich auch noch nie gesehen, oder? Hat einen neuen Skin. Ich glaube, das hat einen neuen Skin. Das ist ein älteres Nick. War ein bisschen verpixelt, oder ein bisschen glücklich. Habe ich da irgendwie schnell abgebrochen. Ich habe die Kiste geöffnet und habe gedacht, ich habe es gelöst. Machen wir auch noch mal kurz. So Sachen werden zum Glück natürlich nicht einfach B schlagen, dass wir keine Belohnung mehr geben. So, ihr geht einfach noch mal rein und macht es einfach nochmals. Muss manchmal doch ein bisschen schauen, hier rechts eher drücken wieder. Ich bin aber nicht mehr so drin. Ich spiele jetzt gerade momentan schon ein paar Spiele immer öfters und Last Epoch eher aufnehmen jetzt, da ich einfach fertig bin mit Leveln und Farmen. Es droppt ja gut, also ich muss gar nicht so viel einfach selber machen. Also selber machen muss ich alles, aber kann alles in den Folgen machen, weil es für euch auch sicher mehr Spaß macht, da ein bisschen die Sachen zu sehen. Okay, jetzt ist es gecrashed. Scheinbar, weil wieder zu viele Scripts am Laufen sind. Es gibt ja im ersten Echo, im ersten Monolithen gibt es ja die zweite Mission, wo so viele Zombies spawnen. Und wenn dann die Totems zu viel mal schießen, dann ist das Spiel überfordert. Das ist jetzt gerade wieder so ein Crash gewesen, da ist irgendwie ein Effekt zu hart spammt worden. Vielleicht meine Schüsse oder meine Totemschüsse. So. Ja, jetzt ist der Part aber auch dann bald irgendwann mal fertig. Und heute Abend nehme ich mir noch viel Zeit zum Aufnehmen oder zum Livestream sogar. Muss mal ein bisschen studieren, wie ich das am besten manage. Ich denke, ich mache heute Abend mal den ersten Livestream. Okay. Ja. Das Spiel buggt wieder richtig herum. Freeze. Einen Freeze für den Drago. Kann nichts mehr machen. Okay, dann ist die Aufnahme fertig. Dankeschön fürs Zusehen. Leider eine kürzere Aufnahme. Aber eben das Spiel ist so schlecht optimiert. Die Engine ist total überfordert. Und es gibt einfach zu viele Bugs, die irgendwie so ja, Abstürze oder sonstige Sachen machen. Ich werde da nochmals. Ja, wenn ihr ESC drückt, könnt ihr so Bugmeldungen machen, könnt ihr auch Abstürze melden und so weiter. Und es beschreiben. Genau, mache ich nachher noch. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Heute Abend nehme ich und Leon noch eine Goat Simulator 3 Roleplay Folge auf, also die erste. Wo es einfach um lustige Dinge geht, um übertriebene Sachen geht, die ich oder er herausgefunden hat oder ihr dann später in den nächsten Folgen. Wo es einfach übertrieben lustige Sachen, Bugs oder Roleplay gibt von lustigen Sachen. Jo, Dankeschön und tschüss.